weil ich weiß, dass es mir nicht gut tut. Und indem ich das nicht mache, habe ich dann auch diese abendlichen Beschwerden nicht. Und dann finde ich mich eigentlich ganz toll. Also mag ich mich selbst, weil ich eine eigene Entscheidung getroffen habe. Ich habe nicht aus Gewohnheit wieder mir das reingezogen, sondern ich habe jetzt einfach gesagt, das will ich nicht, weil es mir nicht gut tut. So, und dann kann man weitermachen und nicht mit Leuten essen, die einem nicht gut tun. Keine Sachen essen, die man eigentlich gar nicht mag. Also so kleine Und dann Schritte. Fängt man mit irgendwas an und dann erlebt man ein Wunder, nämlich, dass man von diesem Objekt, als das man sich bisher gefühlt hat, wo alle anderen nur drauf rumhauen und wo man immer nur funktionieren muss und alles so machen muss, wie die anderen das wollen, nur allein dadurch, dass ich jetzt nur noch das tue, was mir gut tut, werde ich zum Subjekt. Heute haben wir einen Ehrengast und wir mussten gar nicht weit fliegen oder irgendwie in die Ferne schweifen, weil er bei uns fast ja in der Nachbarschaft wohnt, würde ich sagen. Wir haben Professor Gerald Hüther und ich bin total glücklich, dass Sie da sind und heute ja wir ein Interview mit uns machen. Und ja, ich will kurz noch mal was über Sie erzählen, aber Sie kennen das sich natürlich noch besser, aber Sie sind ein weltbekannter Hirnforscher, würde ich mal sagen. Also herzlich willkommen, freut mich sehr, dass das geklappt hat und dass wir hier jetzt ein bisschen Zeit miteinander verbringen können. Auch jetzt wieder, wo es um Heilung und Selbstheilung geht, habe ich ja im Vorgespräch gemerkt, dass es da doch sehr viele Aspekte gibt, die wir noch von Ihnen lernen können. Ich würde gerne noch hinzufügen, dass ich Sie kenne aus der Schullandschaft. Also ich war begeisterter Zuhörer Ihrer Vorträge, einfach weil Sie immer dafür plädiert haben, dass wir bei den Kindern ein Feuerwerk auslösen müssen beim Lernen. Also das ist mir so im Gedächtnis geblieben. Ich frage mich ja, Ihr neues Buch heißt ja Lieblosigkeit macht krank. Und ich frage mich, wie Sie als Hirnforscher dazu kommen, ein Buch über Selbstheilung und Liebe zu schreiben. Ich glaube, das, was man versuchen muss zu verstehen, das ist, dass ich offenbar eine andere Herangehensweise habe als viele Kollegen in der Hirnforschung. Und die besteht darin, dass ich nicht das Hirn untersuche, sondern dass ich weiß, dass das Hirn eingebettet ist als Teil eines Körpers. Und deshalb kann ich schon lange gar keine Hirnforschung in dem Sinne mehr betreiben, ohne nicht gleichzeitig zu fragen, was ist mit dem Körper los? Die Verbindung zwischen diesem Hirn und dem Rest ist so eng und so untrennbar, dass es eigentlich absurd ist, Hirnforschung am Hirn betreiben zu wollen. Und das begleitet mich schon länger. Und dann mache ich da auch jedes Mal so, dass ich versuche, das so aufzuschreiben, damit es mir selber klar wird. Embodiment ist so ein Buch geworden, wo das nochmal herausgearbeitet ist. Und das nächste, was wir dann in der Hirnforschung herausgekriegt haben, ist, dass sich das Hirn im Laufe des Lebens ja auch ständig verändert. Das heißt, es ist ja nicht so durch die genetischen Programme da zusammengebaut, sondern das sind Erfahrungen, zum Teil schon vorgeburtlich machen wir Erfahrungen, die dazu führen, dass manche Vernetzungen stehen bleiben und dass von diesem riesigen Überangebot, was genetischerweise im Hirn eines im Menschen angelegt wird, schon vorgeburtlich manches verkümmert und manches stabilisiert wird, je nachdem, was das Kind, oder nennen wir es mal andersherum, was das Gehirn gebrauchen kann. Also das, was sich funktionell bewährt, um diesen Organismus zu steuern und zu lenken, das stabilisiert sich. Dann kann man sagen, okay, wenn das so ist, dann strukturiert sich das Hirn ja anhand des eigenen Körpers. Wunderbar. Dann kommen wir plötzlich auf eine Ebene, wo wir verstehen, warum jeder Mensch anders ist. Das ist nicht, weil jeder ein eigenes genetisches Programm für sein Hirn hat, sondern weil jeder, und das mag genetisch sein, eine unterschiedliche Ausprägung von Körpermerkmalen hat. Kennen Sie, es gibt dicken Darm, dünnen Darm, dünne Haut, dicke Haut, große Hände, kleine Hände. Das geht ja alles hoch zum Hirn und das Hirn lernt sozusagen diesen spezifischen Körper
nicht zu beherrschen, sondern zu koordinieren und zu lenken. Und da macht es einen riesen Unterschied, ob da so eine große Hand dran ist bei so einem ungeborenen Kind oder so eine kleine Filigrane. Da kriegen sie ein völlig unterschiedliches Hirn raus. Mit dem Ergebnis, weil das die Grundlage ist für alle weiteren Prozesse, dass dann eine andere Grundlage gelegt worden ist, dann später auch für die Prozesse, die wir begreifen nennen. Dann begreift das Kind auch anders. Der eine muss es also irgendwie so haben, wie das zu großen Händen passt. Ein bisschen klar und viereckig. Und der andere, der macht es in dieser ganzen Filigranität. Da ist nichts besser und nichts schlechter, das ist nur anders. Dann tritt dieses Gehirn in Beziehung sozusagen mit unserem Körper und mit dem, was es vorzieht. Das Hirn wird sozusagen, es wird ganz viel Material bereitgestellt. Und dann werden auch diese Verbindungen zum Körper hergestellt, die Afferenzen, die Efferenzen. Und plötzlich kommen da Signale an, weil sich weiter Muskel zuckt. So, und da kommt da oben ein Muster an. Zuckungsmuster nenne ich das immer. Und dann stört es das Hirn. Also so geht es dann weiter, das muss ich dann eben auch noch erklären, das ist dann Selbstorganisation. Das Hirn wird in seiner bisherigen Tätigkeit, wir nennen das Kohärenz, also so wie das alles gut zusammenpasst, bis dahin zusammengepasst hat, wenn da plötzlich was kommt, was nicht da war und da oben ein Muster erzeugt, dann ist das eine Störung und dann sucht das Hirn nach einer Lösung. Und jetzt kann man sich natürlich, muss man gar nicht lange nachdenken, wie die Lösung aussieht. Da wird ein anderes Muster gesucht und irgendwie auch gefunden von allein. Es ergibt sich, dass ein anderes Netzwerk aktiviert wird, mit dem dieses Zucken dahin wieder so zurückgelenkt werden kann. Und da entsteht auf einmal ein sensomotorisches Netzwerk für die Steuerung der Extremitäten. So, von ganz allein. Hat keiner im Programm reingebaut. Aber wenn keine Arme da wären zum sich bewegen, wäre das auch nicht da oben, hätte sich das nicht bilden können. Na, wir haben ja diese Kontergan-Geschädigten oder diese Menschen, die dann gar keine Arme hatten, auch schon als Baby nicht. Ja. Und da wird dann das Gebiet, was neben den Armen liegt, das Gebiet, was sozusagen dann später für die Koordination der Beinbewegung zuständig ist. Und das ist ja alles riesig groß und hat ganz viele Vernetzungsangebote, weil das Hirn ja nicht wissen kann, wie groß die Beine sind und ob die mal filigran werden oder grob. Und deshalb ist es dann plötzlich möglich, wenn der Input aus dem Arm fehlt und da nichts ankommt, dann wird das Gebiet im Hirn, was eigentlich sich herausbilden würde als Steuerungsbereich für die Armbewegung, das wird überempfindlich. Weil kommt ja nichts. Und das hört dann sozusagen mit, was aus den Beinen kommt und lernt dann auch noch mit, diese Beinbewegung zu koordinieren. Okay. Ergebnis davon ist, dass so ein Kind ohne Arme schon mit einer Anlage auf die Welt kommt, die Beine so zu benutzen, wie man das dann auch von diesen Personen ja dann auch weiß, dass die dann ihre Käsestäbchen und ihr alles mit den Schreiben Beinen und alles, ne? Können die alles mit den Beinen. Okay. Und das bringt dann nun alles durcheinander, weil man sagen muss, das sind keine Behinderten, sondern das sind ja welche, die haben eine Hochbegabung. Die zeigen uns ja, was eigentlich alles in uns drinstecken, was da drin steckt und was aber gar nicht in dieser Weise zur Entfaltung kommen kann, weil wir brauchen das nicht. Wir haben Arme. Ja. So. Ja. Und wenn man anfängt, so rum zu denken, dann merkt man, da passt nun gar nichts mehr. Und so ging es dann eben auch in der Hirnforschung weiter, dass man gemerkt hat, ja, das strukturiert sich alles selbst, das organisiert sich alles selbst. Und am Anfang eben über die aus dem eigenen Körper kommenden Signalmuster und dann sehr schnell eben über die Erfahrung, die man in der Beziehung zu anderen macht. Und da war dann die große Erkenntnis, eigentlich ist das ein soziales Organ. Also und eigentlich, das wird auch jeder bestätigen, der uns hier zuschaut, eigentlich gibt es uns sozusagen im Singular gar nicht. Also wenn mich nicht eine Mutter gestillt hätte, wenn keiner da gewesen wäre, der mir geholfen hätte, dass ich sprechen lerne, ich hätte auch nicht gelernt, ohne andere auf zwei Beine zu gehen und so weiter und so fort. Und also das ist absurd, wenn wir davon ausgehen, dass wir Einzelwesen sind. Das war eigentlich ein gesamter Menschheitsorganismus. Genau, in dem dann etwas produziert wird, was man Kultur nennt. Und das hält dann das Ganze noch schön zusammen. Das ist dann aber, und da merken Sie jetzt aber, wenn ich so rede, bin ich nicht mehr fassbar als Hirnforscher, weil da ist dieser ganze Körper dabei. Ich bin aber auch
in so stark jetzt in diesen sozialen Bezügen, dass ich das Hirn gar nicht denken kann, ohne die Erfahrung, die die betreffende Person im Umgang mit anderen gemacht hat. Das war einer der Gründe, weshalb ich in der Forschung, in der Psychiatrie, ich hatte da ja so eine Abteilung aufgebaut für Grundlagenforschung, ich habe es dann nicht mehr ausgehalten, weil mir plötzlich klar wurde, dass die Depression nicht an einer Hypofunktion des frontalen Kortex liegt, sondern diese besondere Konstellation, die man dann auch mit bildgebenden Verfahren im Hirn eines Depressiven nachweisen kann, die hat sich verfestigt, weil diese Person sehr ungünstige Erfahrungen machen musste. Das ist sozusagen ihre Dauerantwort auf etwas, was sie anders nicht hat lösen können. Und das heißt mit anderen Worten, das nützt mir doch dann nichts, wenn ich jetzt bei Ihnen hier zeige, da vorne im Striatum ist zu viel und vorne ist zu wenig Aktivität. Das wäre ja alles gar nicht so. Hätte ich die Erfahrung nicht gemacht. Wenn vielleicht als Kind sie keiner missbraucht hätte oder sie mal jemanden gefunden hätten, der sie mit ihren Problemen annimmt und mit ihnen redet. Bedeutet das dann, so wie ich es verstanden habe in Ihrem Buch, dass mein Gehirn dann unheimlich viel Kraft braucht oder viel Energie braucht, um das auszugleichen? Genau so ein Umstand oder macht das mein Gehirn einfach? Also, dass ich ja Kraft brauche, um wieder mich zu regulieren. Und wenn ich jetzt, wenn ich beim Beispiel Depression bleibe. Wenn wir jetzt erstmal einen Augenblick bei dieser Betrachtungsweise bleiben, heißt es ja, es organisiert sich selbst. Ja. Es ist die Antwort, die das Hirn für sich findet, um einen Zustand zu erreichen. Und jetzt wird es interessant, wo alles möglichst gut wieder zusammenpasst. Also, wo ich auch in die Welt passe, in der ich bin. Also wo rechts und links im Hirn passt, hinten und vorne, die Erwartungen mit den Realitäten überein, so wie wir uns das alles so wünschen. Also Friede, Freude, Eierkuchen, Paradies, Himmelreich, so das ist ja, der super. Zustand. Da will das Hirn ständig hin. Wissenschaftlich heißt das Kohärenz. Und was wir bisher noch nicht verstanden haben, ist, dass das eine völlige Illusion ist, dass es diesen Zustand völliger Kohärenz gar nicht gibt. Das würde ja heißen, da passt alles. Ja. Und das Hirn strebt diesen Zustand an, wo alles möglichst kohärent ist, weil dann auch am wenigsten Energie verbraucht wird. Wenn die nicht alle da oben quer und durcheinander feuern, ist der Energieverbrauch des Hirns oder der betreffenden Regionen dann möglichst gering. Und das ist das, wo das Hirn hin will, immer möglichst wenig Energie verbrauchen. Deshalb denken wir auch nicht so gerne. Und Probleme haben wir auch nicht so gerne. Und verändern wollen wir uns auch nicht so gerne. Das ist sozusagen im Hirn schon so angelegt, wenn es keinen richtigen, driftigen Grund gibt, dass man mal zu denken anfängt, macht man es nicht. Und deshalb haben wir da auch doch eine ganze Menge Probleme, weil es wäre schon manchmal nicht schlecht, wenn man es dann einschalten würde. So, aber jetzt haben wir eben die Situation, dass das Hirn ständig versucht, diesen kohärenten Zustand herzustellen. Und das macht es von allein. Man könnte sagen, zum Beispiel das beim macht Schlaf. Das von allein. Ja, also ich nehme mal was ganz Einfaches. Ich nehme mal so eine Bewegung. Also ich greife jetzt zur Tasse. So. Ja. Das sind ungefähr 300 Muskeln. Und ein paar Millionen Nervenzellen, die da oben irgendwie jetzt was zu tun haben, damit diese Bewegung so flüssig und sauber ohne Verschütten funktioniert. Als ich das gelernt habe mit 2, da war das ganz kompliziert. Da musste ich jedes Mal alles was bei meinen Kindern und dann mit der richtigen Hand und so. Und da heißt, da lernt das Hirn sozusagen diese vielen Einzelkontraktionen, die da stattfinden müssen, so zu lenken und zu steuern, dass da eine flüssige Bewegung draus wird. So, das dauert ein halbes Jahr, dann kann das Kind das und dann ist das ein Automatismus geworden. Ich brauche jetzt nicht mehr nachdenken, ich kann einfach drin. Autofahren ist ja das Gleiche. Viele Leute verbringen ihr halbes Leben, ohne nochmal ernstlich über irgendwas nachzudenken. Es geht alles automatisch. Und das ist energiesparend. Da braucht das Hirn überhaupt keine Energie. Wenn ich jetzt ins Auto gehe, ist kein Problem. Ich setze mich da rein, fahre los. Aber als ich Autofahren gelernt hatte, da war ich nach einer halben Stunde beim ersten Mal vollkommen fertig, weil das so anstrengend war. Jede einzelne Bewegung muss man alles aufeinander überall überlegen. Und ja, hochenergieaufwendig. Und da sieht man, Lernen, so nennen wir das ja dann, Lernen ist ein Trick des Hirns, um den Energieaufwand zu minimieren, indem sich das Hirn aus vielen Einzelprozessen ein Gesamtbild baut,
mhm. praktisch eine Metaebene schafft, mhm. von der aus dann diese ganzen Einzelprozesse in Automatismus gelenkt werden können. Mhm. Das sind alle automatisierten Bewegungsmuster. Das ist Wahnsinn, ne? Mhm. Wow. Ja. Jetzt habe ich eine Frage, bevor wir in die Gesundheit gehen, habe ich jetzt da, interessiert mich doch, aber woher kommt dann das ständige Denken, was wir ja auch dann teilweise haben, wenn wir nicht schlafen können oder dass das Gehirn dann dauerhaft Bilder produziert und Gedanken produziert und hoch und runter, wenn Leute sich Sorgen machen? Ich mache es noch das fertig. Ja, okay. Warum schreibt der Hirnforscher ein Buch über Lieblosigkeit? Ja. Ja. Die Bereiche im Hirn, das ist vor allen Dingen der Hirnstamm und Hypothalamus, also mhm. die hinteren Bereiche, die tieferen Bereiche, die haben sich ja während der Hirnentwicklung ziemlich früh schon ausgebildet und die haben alle Netzwerke ausgebildet, um all das, was im Körper stattfindet, nicht nur hier mit den Bewegungen, sondern auch die Darmtätigkeit oder den Herzschlag mhm. oder die Atmung oder die, was weiß ich, also die Leberfunktion und die endokrinen Funktion, um das alles, was im Körper stattfindet, ordentlich zu lenken und zu steuern. Mhm. Und da kennen wir alle diese drei großen, besonders bedeutsamen integrativen Regelsysteme. Das Herz-Kreislauf-System, mhm. das Hormonsystem, das Immunsystem und das also vegetative Nervensystem. Mhm. So, und mit diesen Dingern, mit diesen diese Systeme werden alle zentral von oben her angesteuert und koordiniert und gelenkt. Mhm. So, und normalerweise, wenn es mir gut geht und ich keine Probleme habe und dass da oben alles einigermaßen kohärent ist, dann macht das Hirn einen Bombenjob. Und da hinten diese Bereiche funktionieren perfekt, so wie sie sich damals herausgebildet haben, genau richtig für meinen Körper und lenken all diese Körperfunktionen. Mhm. Koordinieren das, steuern das, mhm. halten das alles in einem Zustand, wo das auch wieder alles kohärent ist. Mhm. Und wenn ich nun aber Probleme habe, also mit mir selbst oder mit anderen, dann kommt da natürlich eine Unruhe ins Hirn. Wenn das, was passiert, nicht zu meinen Erwartungen passt, da geht's ja schon los, dann ärgert man sich und dann soll das anders sein und dann mhm. entsteht eine wachsende Inkohärenz hier mhm. oben. Die kann dann sehr weit auch, die breitet sich aus. Und dann mhm. gibt's auch diesen Punkt, wo Sie dann merken, jetzt geht's in den Körper rein, mhm. weil mhm. kriegen Sie weiche Knie und Herzrasen mhm. und mhm. es geht dann auch schon dorthin, wo man ein bisschen unsicher wird und Angst kriegt. Und auf alle Fälle kommen jetzt diese ganzen körperlichen Regulationsmechanismen durcheinander. Deshalb mhm. nennt man das ja auch somatisiert. Also es geht in den Körper rein. Das, was da oben nicht passt, bringt jetzt den ganzen Körper dazu, dass nichts mehr richtig funktioniert. Ganz schlimmstenfalls kommt man in den Würgegriff der Angst. Ne? So, und dann mhm. merkt man spätestens, dann mhm. merkt man, jetzt muss aber irgendwas passieren, dass ich da wieder mhm. rauskomme. Mhm. Und wenn jetzt Menschen unter Bedingungen leben, wo immer wieder oder fast dauerhaft irgendwas nicht passt, mhm. dann ist das System da oben für die Selbstregulation dieser großen integrativen Regelsysteme und der im Körper ablaufenden Funktion, das ist sozusagen, es kann nicht so funktionieren, wie es eigentlich mal gedacht war und wie es sich herausgebildet hat, ist gestört. Mhm. Mit dem Ergebnis, dass dann die Organfunktionen nicht mehr funktionieren. Und mhm. dann muss das Organ auf diese mangelnde, nennen wir es mal, Zuordnung seiner Leistungen und die falschen Signale, die da kommen, dann muss das Organ reagieren. Ne? Und dann kriegt es halt ein Magengeschwür. Mhm. Oder das Herz fängt dauernd an zu rasen und mhm. die Balance zwischen Parasympathikus und sympathischer Steuerung geht durcheinander und dann hat man Herzrhythmusstörungen oder, mhm. oder gar Daueranspannungen in den Koronargefäßen mit dem Ergebnis, dass dann auch so viel Ablagerungen hängen bleiben und, mhm. und so hat man dann seine Probleme. Also vor allen Dingen Beziehungsstörungen, also das, wo unser Herz so dran klebt. Mhm. Wenn das, also auch Vorstellungen sind das sonderbarerweise, also nicht nur die Lebenspartner, an denen unser Herz hängt, oder mhm. die Kinder oder die Eltern und die Freunde, sondern auch Ideen, an denen wir mit dem Herzen hängen, die gibt's ja auch. Mhm. Wenn einem das irgendwie durcheinander kommt und das nicht mehr so, also das ist dann übel, dann das System, was dann am schnellsten und am sensibelsten auf sowas reagiert und am, man könnte sagen, am schnellsten durcheinander kommt, das ist die
Kontrolle zwischen Sympathikus und Parasympathikus, die sich sofort aufs Herz auswirkt. Deshalb spürt man das sofort. Und das geht mir jetzt ans Herz. Genau. Und manche sagen, ich habe ein Herzgehirn und denken, das würde sozusagen vom Herzen gesteuert. Nee, das ist diese spürbaren Auswirkungen auf das Herz sind Ausdruck dieser im Hirn stattfindenden und offenbar nicht so gut kontrollierbaren Inkohärenzen. Und Beziehungsstörungen scheinen da besonders dorthin zu gehen. Andere, also wenn Sie so einen Chef haben, der Sie dauernd klein macht und Sie können nicht sagen, was Sie gerne möchten, also wenn Sie nicht in Ihre eigene Autonomie kommen, das scheint dann woanders hinzugehen. Und dann kann man schon sehen, da gibt es so bestimmte Bereiche im Körper, wo sich das ganz besonders auswirkt. Und wenn man dann noch so eine Prädisposition hat, dass man das auch körperlich nicht gut ausgleichen kann, dann ist eben Krankheit vorprogrammiert. So, und jetzt bin ich gleich am Punkt. Und die schlimmste Störung im Hirn, die man erleben kann, ist, wenn man seine beiden Grundbedürfnisse nicht stillen kann. Und mit denen kommen wir schon auf die Welt. Und das müssen wir auch unbedingt irgendwie finden. Und jeder versucht das ja auch ein ganzes Leben lang. Das eine ist das Bedürfnis nach Nähe und Geborgenheit, Verbundenheit. Und das andere ist das nach Gestaltungsmöglichkeiten, nach Autonomie und Freiheit. Und das braucht man beides. Und wenn eins davon nicht geht, weil man zum Beispiel von anderen Leuten wie ein Objekt behandelt wird, dass die einen dauernd maßregeln und sagen, was man zu tun und zu lassen hat, wie das in der Schule der Fall ist. Aber auch bei manchen Eltern oder wenn man erlebt, dass man bei Eltern groß wird, die einen zum Objekt ihrer Erwartungen und hochfliegenden Vorstellungen machen. Oder wenn man erlebt, dass man zum Objekt von Maßnahmen gemacht wird. Also ich will jetzt gar nicht über Missbrauch reden, aber das ist praktisch eine in unserer Kultur fast unvermeidbare Erfahrung, dass man von anderen wie ein Objekt behandelt wird, Ergebnis davon, dann muss ich das machen, was die anderen verlangen und ich kann eigentlich nicht mehr länger das Gefühl haben, dass die es gut mit mir meinen. Sondern da durchtrenne ich mein eigenes Bedürfnis nach Verbundenheit. Hirntechnisch heißt das, ich versuche das zu unterdrücken. Und das muss ich so lange machen, bis es weg ist. Und weg geht das aber nur, indem ich es immer wieder aktiv zu unterdrücken versuche, bis im Hirn Verschaltungen gewachsen sind und sich über das Bindungsbedürfnis drüber gelegt haben. So, und dann können Sie sagen, ich will überhaupt nicht mehr, ich will gar nichts mehr mit anderen zu tun haben. Das ist eine eigene Leistung. Also Leistung ist natürlich in Anführungsstrichen, aber es ist die Lösung, die diese Person gefunden hat, weil dieses Bedürfnis nach Verbundenheit nur erfüllbar war durch die Tatsache, dass das Kind dann oder später der Schüler in der Schule oder der Ehepartner sich dem gefügt hat, was der andere von ihm wollte, wenn der sich sozusagen hat instrumentalisieren lassen. Und da hat man dann sehr schnell, merkt man dann, oh, das geht dann aber ziemlich lieblos zu. Weil ich kann ja nur einen zum Objekt machen, wenn er mir eigentlich, also wenn mir meine eigenen Vorstellungen, wie der zu werden hat, wichtiger sind als diese Person. Und da ahnt man jetzt auch schon, dass es davon nicht wenige gibt, die das so machen. Und jetzt ist klar, dass es schon schön wäre, wenn die Menschen liebevoller miteinander umgingen. Dann käme sowas nicht vor. Aber das haben wir ja nun schon seit Jesus Christus versucht, dass man versucht, liebe deinen Nächsten wie dich. Ja? Und dieses Entscheidende ist aber wie dich selbst. Weil das ist das Komische, dass wenn man dann so geworden ist und mit viel Mühe es geschafft hat, ein lebendiges Bedürfnis in sich selbst oben im Hirn so lange zu unterdrücken, bis es weggehemmt ist, dann ist es ja weg, dann habe ich kein Bedürfnis, dann ist meine Entdeckerfreude weg, meine Gestaltungslust ist weg, meine Sinnlichkeit ist weg, mein Körpergefühl ist auch noch weg, weil das alles stört beim Funktionieren und beim so werden, wie die anderen das wollen. So, und das kann man alles schaffen, das schaffen auch viele Kinder, dann wahrscheinlich viele von die uns hier zuschauen, auch irgendwie geschafft, weil anders kommt man in dieser Gesellschaft ja nicht durch. So, aber manche haben es eben besonders gut geschafft. Und dann ist das aber so, dass dann trotzdem das Bedürfnis im Hirn nicht weg ist.
Genau, das, also ich, das ist nämlich genau das. Man kann das sozusagen zubauen. Man baut zu, aber es knockt als, doch, es klopft ja, doch. Ne? Ist das ist eine Unzufriedenheit. Man kann so ein Gehäuse bauen, in dem man das nicht mehr raus kann. Und das wummert dauernd dran. Ja. Und dann gibt es eben diese Augenblicke im Leben eines jeden Menschen, wo das plötzlich wieder aufbricht. Mhm. Und das heißt, das ist ein ständiger Ort von Inkohärenz. Mhm. Das ist also ständig, ist in mir etwas drin, was ich selber zugebuddelt habe, was raus möchte und nicht raus darf. Mhm. So, und das kostet dann auch die Kraft und die deshalb, Energie. Und das nützt jetzt nichts, wenn Sie jetzt lieb zu mir sind. Mhm. Da kann ich, das geht mir dann besser und dann kann ich das auch annehmen und, und sagen, ja, es ja, geht jetzt nicht anders. Was mir wirklich helfen würde, ist, wenn ich durch Sie ermutigt würde und eingeladen würde, künftig oder ab jetzt etwas liebevoller mit mir selbst umzugehen. Mhm. Dann würde ich auf einmal, würde ich auf das achten, was aus mir raus will. Dann würde ich das nicht mehr zunageln, wenn es kommen will. Ich würde auch nicht mehr Sachen essen, die ich eigentlich nur gewohnheitsmäßig esse, obwohl sie mir gar nicht gut tun. Mhm. Ich würde mir im Internet oder in den anderen digitalen Medien nicht irgendwelches Zeug reinziehen, geistige Nahrung, von der ich weiß, dass es mir nicht gut tut. Ich würde auch nichts mehr machen mit schlechtem Gewissen, weil ich weiß, es tut mir auch nicht gut. Genau. Und ich würde auch nicht mehr mit so einem Gefühl herumlaufen wollen, dass ich halb tot bin, aber dass das eben jetzt notwendig ist, weil ich funktionieren will. Das heißt, die Idee heißt, solange wir in dieser Weise lieblos zu uns selber sind, können wir noch krank werden. Und wenn ich lieblos zu mir selber bin, bin ich auch lieblos zu den anderen. Also man kann es auch umgekehrt sagen, die anderen, weil die lieblos zu mir waren, bin ich auch selber lieblos zu mir selbst und den anderen geworden. Und da, aus der Nummer kommen wir nicht raus. Das ist ja dann auch immer, das wird ja auch immer wieder reflektiert. Sich und jetzt ist dann die einzige Möglichkeit, die ich da sehe, und deshalb habe ich dieses Buch geschrieben, besteht darin, dass ich mich selbst entscheide, ab jetzt etwas liebevoller mit mir selbst umzugehen. Und wie macht man so einen ersten Schritt? Jetzt muss ich da gerade mal reingrätschen, weil ich frage mich, wenn man jetzt so jahrelang so lebt und jeder von uns kennt das ja so ein Stück weit von sich, also ich kann mich da auch drin sehen. Natürlich, ja. Wie programmiere ich jetzt mich um? Reicht das, wenn ich einfach nur die Entscheidung treffe und sage, ab jetzt, aber dann fehlt mir ja so ein bisschen, wie mache ich es denn? Na, wenn Sie es nicht wollen, geht es ja nicht. Sie müssten sich schon dafür entscheiden und Sie können sich aber auch nur dafür entscheiden und es wollen, wenn Sie eine Idee hätten, dass das, was dann hinten rauskommt, schön ist, dass es Ihnen gut tut. Mhm. Also wenn Sie sich dazu zwingen, jetzt liebevoll, das geht überhaupt nicht. Nee, das geht nicht. So, und deshalb, glaube ich, reicht es vollkommen, wenn man das jetzt einfach mal an einem Beispiel ausprobiert. Mhm. Also wir gehen nachher auseinander und dann kann ja jeder von uns mal die nächste Gelegenheit nehmen, um etwas liebevoller mit sich selbst umzugehen. Also ich würde jetzt, es ist dann ja schon auch ein bisschen spät, ich weiß, dass wenn ich so spät dann noch ein üppiges Essen zu mir nehme, dass man das eigentlich nie bekommt. Normalerweise würde ich aber nach Hause gehen und sowas essen. Mache ich jetzt heute Abend nicht, weil ich weiß, dass es mir nicht gut tut. Und indem ich das nicht mache, habe ich dann auch diese abendlichen Beschwerden nicht. Und dann finde ich mich eigentlich ganz toll. Also mag ich mich selbst, weil ich eine eigene Entscheidung getroffen habe. Ich habe nicht aus Gewohnheit wieder mir das reingezogen, sondern ich habe jetzt einfach gesagt, das will ich nicht, weil es mir nicht gut tut. So, und dann kann man weitermachen. Nicht mit Leuten essen, die einem nicht gut tun. Keine Sachen essen, die man eigentlich gar nicht mag. Also so kleine Und dann Schritte. Fängt man mit irgendwas an und dann erlebt man ein Wunder, nämlich, dass man von diesem Objekt, als das man sich bisher gefühlt hat, wo alle anderen nur drauf rumhauen und wo man immer nur funktionieren muss und alles so machen muss, wie die anderen das wollen, nur allein dadurch, dass ich jetzt nur noch das tue, was mir gut tut, werde ich zum Subjekt. Ich werde wieder Gestalter. Ja, und ich spüre wieder in mich rein. Ich kann plötzlich mich wieder spüren. In mir werden all diese lebendigen Bedürfnisse, die ich alle zugeschüttet habe und weggehemmt habe, die kommen alle der Reihe nach wieder raus. Und auf einmal ist meine Sinnlichkeit wieder da, meine Körperlichkeit wieder da. Ich tanze wieder gerne Tango, ohne da zu überlegen, ob ich das jetzt kann oder nicht und ob dann irgendwelche Leute das blöd finden. Egal. So. Mach's einfach. Und das tut mir alles sehr gut. Dann
führt das dazu, dass es auch, dass ich mich auch selber sozusagen mit mir wohlfühle. Ich mag mich dann auch selber mehr. Und dann, der Rest ist sozusagen schnell erzählt. Dann mag ich auch andere. Und dann erzählt man denen das und dann kriegt man nochmal was Positives zurück. Ich mag dich. Ich komme auch besser mit denen zurecht. Ich habe nicht mehr so viele Probleme mit meinem Partner, weil ich irgendwo besser in mir ruhe und nicht mehr so viele Probleme habe und so viele ungestillte Bedürfnisse, die ich jetzt immer dem auf den Wagen lade. Ja, und dann, wenn ich dann auch noch merke, dass ich mit anderen liebevoller umgehe, dann dauert das gar nicht lange, dass ich auch eigentlich das ganze Lebendige da draußen nicht mehr so benutze. Also dann würde ich schon, also wenn ich dann so ein billiges Steak kriege da für 1,50 und dann das auf den Grill lege, würde ich sagen, das ist nicht so sehr liebevoll, was ich da mache. Also auch mir selbst gegenüber, weil ich esse das, war zwar billig, aber ich esse es mit schlechtem Gewissen. Ich weiß ja, wie das hergestellt worden ist. Ja, das wissen wir. Und dann sage ich mir, nein, also mit schlechtem Gewissen etwas zu machen, mache ich nicht mehr. Ist lieblos. Das heißt, wir werden lieblos zu uns, wir werden ehrlicher, authentischer. Ne, aber das bedarf ja dann immer eines Trainings, oder? Also, nee, das müssen wir einfach anfangen. Eine Entscheidung, ne? Ja, aber das ist ja schon so ein Training. Ich programmiere mich ja um. Nein, oder? Sie fangen an irgendeiner Stelle an. Ja. Weil es so attraktiv ist, zieht es alles andere hinter sich her. Sie können gar nicht mehr anders. Okay. Das ist auch wieder anders, weil wir haben ja bisher den Menschen als ein Objekt betrachtet, das konditioniert werden musste. Und dann haben wir gesagt, da muss man also 20 Mal wiederholen den Satz, bis er endlich drin ist. Genau. Oder wir haben Zuckerle und Peitschen versprochen und eingesetzt, damit er endlich das macht, was wir wollen. Und so ist so eine Vorstellung entstanden, als ob das alles ewig dauert und man am Ende erfolglos von dannen sieht, weil es dann doch nicht richtig geklappt hat. Auch viele psychotherapeutische Schulen sind ja so unterwegs. Die ganze Medizin ist darauf aufgebaut, dass der Arzt dem Patienten sagt, was er zu tun und zu lassen hat. Objekt der Behandlung und der Medikation und der Diagnose. So, und das Ergebnis, man fühlt sich da drin nicht wohl. Und in dem Augenblick, wo man dann plötzlich anfängt, liebevoller mit sich selbst umzugehen, dann sieht man das. Und dann kann es sein, dass man sagt, also zu dem gehe ich nicht mehr. Oder das mache ich jetzt nicht. Ich bestimme das jetzt mal, was ich hier will. Und dadurch, jetzt kommen wir aber wieder zurück, und dadurch kommt im Hirn durch die Stillung dieses Bedürfnisses nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten, haben Sie ja das Bedürfnis nach Autonomie wieder gestillt. Sie erleben sich plötzlich als frei. Das ist wie eine Befreiung. Und gleichzeitig mögen Sie sich wieder besser oder mehr und auch andere Leute. Das heißt, Sie kommen jetzt auch in die Verbundenheit und damit stillen Sie plötzlich diese beiden Grundbedürfnisse, die Sie die ganze Zeit in Ihrem lächerlichen, funktionalen Status, wo sie irgendeine Rolle gespielt haben und gar nicht sie waren, die sie da die ganze Zeit unterdrückt haben. Ergebnis davon, das Hirn wird frei und kann sich endlich wieder um das kümmern, wofür es da ist. Nämlich aufzupassen, dass im Körper alles gut zusammengeht. Und das ist Selbstheilung. Selbstheilung ist also, Selbstheilung ist das, was normalerweise stattfindet, wenn es nicht gestört wird. Selbstheilung ist nicht was, was man in Gang bringen muss. Das ist der natürliche Mechanismus, alles, der sowieso lebt, immer da ist. Man kann sagen, ja, alles, was lebt, entfaltet sich. Das sieht man ja auch jedes Frühjahr. Und das so alles, was lebt, ist auf Entfaltung angelegt. Und alles, was lebt, ist auch darauf angelegt und hat genügend Kräfte, um sich sozusagen zu schützen gegen das, was es an dieser Entfaltung hindert. Wunderbar. Selbstheilung ist Teil dieser in jedem lebenden System angelegten Fähigkeit und dem Drang zur Potenzialentfaltung. Ja. Und damit ist auf einmal die Gesundheit der Zustand, der sich dann einstellt, wenn er nicht durch ungünstige, lieblose Verhaltensweisen ständig untergraben wird. Und das ist mit Lernen übrigens auch so. Also das geht ja dann so weiter, weil das kann man ja auch sagen, dass es ja nicht so ist, dass wir nur mit dem Hirn lernen. Also es gibt ja inzwischen wunderbare Studien, die ich dann auch schon lustig finde, dass auch Platterbsen lernen können. Oh, okay. Also man braucht kein Hirn zum Lernen, sondern jede Zelle kann lernen. Meine Leberzellen haben auch gelernt, wie man eine gute Leberzelle wird.
Das ist ein Differenzierungsprozess. Mhm. Aus einer bis dahin noch nicht differenzierten Zelle haben sie also gelernt und sich all das angeeignet, aus ihrem Zellkern die entsprechenden genetischen Informationen abgerufen, die sie gebraucht haben, damit sie eine richtig tolle Leberzelle werden. Mhm. Lernprozess. So, mhm. Das heißt, auch ein Kartoffeltierchen kann was lernen. Klar. Stimmt. Mhm. Und diese Blatterbsen, da hat man das gemacht, was wir in der Schule machen, Konditionierung. Da hat man denen einen Lichtreiz und einen Luftstrom gleichzeitig angeboten, sodass die Blatterbse immer dann, wenn es Licht anging, zu diesem Licht hingewachsen ist. Und den Luftstrom hat man auch dahingestellt. Mhm. Sodass sie das offenbar gekoppelt hat in ihren Zellen. Da, wo Luft herkommt, ist auch Licht. Dann konnte man das Licht auslassen, da ist die zum Luftstrom gewachsen. Der Nachweis, dass Pavlov sogar mit Erbsen geht. Ja. Und an der Stelle müsste einfach die halbe Welt mal wach werden und müsste sagen, hey, mit was für bescheuerten Vorstellungen rennen wir denn hier alle noch umher? Es ist Hirnmechanik. Da wird mir dauernd was erzählt, dass Oxytocin gebraucht wird, damit ich hier meine Frau liebe. Ja, bei Nacktmullen ist das so, aber ich bin kein Nacktmull. Aber das würde ja eigentlich bedeuten, wenn ich das jetzt so nehme und das so verstehe, dass es ja eigentlich dann letztlich nur darum geht, zum Beispiel in einer Schule den Kindern beizubringen, wie ich mich selbst liebe. Und das kann ich wahrscheinlich dann am besten machen, indem ich jeden Moment gucke, wie geht es mir und bin ich gut zu mir in dem Moment? Ja, wenn Sie jetzt das Wort beibringen noch weglassen, also oder da benutzen ich weiß Sie jetzt die Kinder nicht, ja schon wieder als Objekt okay, also ihrer Maßnahme. Also Sie sind halt nun mal in dem Setting, sage ich jetzt mal noch. Ja. Aber eigentlich geht es ja darum, Selbstliebe vorzuleben, indem ich jeden Moment gucke, geht es meinem System hier gut, so wie ich das gerade mache, oder geht es mir schlecht? Wäre ja dann quasi der erste Schritt, oder? Ja, Oder habe ich es falsch verstanden? Nein, der andere ist kein Objekt und sie müssten aufhören, dem zu irgendwas machen zu wollen. Dann haben sie schon die halbe Miete eingestrichen. Also sie müssten aufhören, dass sie sich einbilden, sie könnten den verändern. Der Einzige, der sich da verändern kann, ist der andere, auch schon das als Kind. Und das macht das Kind nur dann, wenn es will. Absolut. Und es wird es auch nur wollen, wenn das, was dann hinten rauskommt, schöner ist als das, was vorher war. Also könnten Sie das Kind nur einladen und ermutigen und inspirieren, nochmal irgendwie zu spüren und es auch sich ins Bewusstsein zu rufen und sich mit Ihnen dann darüber auszutauschen, was eigentlich es für eine Bedürfnisse hat und wie sich die bemerkbar machen. Und dann können Sie Kinder so begleiten, dass die ihre Bedürfnisse nicht unterdrücken, sondern dass die sich ihrer lebendigen Bedürfnisse bewusst werden. Und dann können Sie mit den Kindern darüber nachdenken, was passieren müsste in der Klasse mit Ihnen, damit das lebendige Bedürfnis von Ihnen nicht unterdrückt werden muss. Und wenn Sie das dann mit den Kindern durchgehen, werden Sie merken, dann können Sie in einer gegenwärtigen Schule nicht mehr unterrichten. Sie können auch, auch keine Zensuren mehr verabreichen, sie können keine Belehrungen mehr durchführen, sie müssen dann das Kind als selbst verantwortliches Wesen so begleiten, dass es selbst der Konstrukteur seiner eigenen Lernprozesse wird. So, davon sind wir meilenweit entfernt. Absolut. So. Und jetzt habe ich bisweilen, es gibt ja so moderne Befragungsinstrumente und manchmal mache ich das dann, wenn ich dann so 200 Leute sogar in so einer Zoom-Konferenz, aber auch so richtig, man kann die abfragen und kann die so fragen. Zum Beispiel kann man die Frage stellen, was ist denn das wichtigste Bedürfnis, was Ihnen abhanden gekommen ist, jetzt, wo Sie schon 50 sind oder 30? Was ist das Bedürfnis, dem Sie am meisten nachtrauen, weil das irgendwie Ihnen so leid tut, dass das weg ist? Und dann tippen die alle was ein und da sieht man dann, was das Wichtigste ist. Das wird vielleicht in jeder Gruppe ein bisschen anders sein, aber im Kern kommt dann entweder Verbundenheit raus oder Selbstgestaltung.
Ja, mhm. Meist ist es heute Selbstgestaltung, habe ich festgestellt. Also was die bedauern ist, dass sie einfach zu sehr funktionieren müssen und nicht mehr genug Raum. Manchmal nennen sie das Freiheit, manchmal nennen sie das Muße und Pausen und mehr Zeit und so. Aber im Grunde genommen geht es ihnen um die Fähigkeit, das Leben selber in die eigenen Hände zu nehmen. Mhm. Und deshalb erzähle ich die Geschichte. Und dann fragt man das Nächste, wo ist denn das passiert? Wo haben Sie das verloren? Mhm. Also richtig herum. Wo war der Erfahrungsraum, in dem Sie gezwungen waren, als Lösung, damit es überhaupt weitergehen kann, damit Sie in diese Gesellschaft hineinpassen, dieses wunderbare Bedürfnis nach Freiheit zu unterdrücken? Mhm. Also aktiv wegzuhängen. Mhm. Und da bin ich dann erschrocken, deshalb ist das vielleicht auch wichtig, dass wir miteinander uns das nochmal teilen. Das ist nicht die Schule. Mhm. Also auch nicht der Beruf und auch nicht die Ausbildung, das ist das Elternhaus. Mhm. 2/3 derjenigen, die das Bedürfnis nennen können, was ihnen verloren gegangen ist, sagen, das ist mir zu Hause passiert, in meiner Familie. Müssen nicht immer die Eltern gewesen sein, können auch die Geschwister gewesen sein oder irgendjemand, aber das ist offenbar eine unglaublich prägende Zeit. Mhm. Und man könnte dann höchstens sagen, die Kinder kommen schon mit dem gebrochenen Bedürfnis, mit dem halb weggehemmten Bedürfnis in die Schule. Deshalb hat es die Schule dann leicht, das noch weiter zu verfolgen. Gut, ich meine, sie wäre nicht die Schuldige. Ja. Dann würde ich sagen, wenn die Kinder mit dieser ganzen Lust und Freude am Entdecken noch so ganz und gar in die Schule kämen, ich glaube, die würden die Schule ändern. Das höre ich auch manchmal. Es gibt so Kinder, die in Waldkindergärten groß werden. Mhm, ja. Das sind so verrückte Kinder. Da kommen die Grundschullehrer mit ihrem üblichen Schema F, was so für die anderen immer kommen nicht zurecht. Die sprengen die Klasse, die übernehmen auch die Führerschaft in so einer Klasse und sagen, dieses ganze Laptop und so ein Zeug will ich gar nicht. Ich habe ganz andere, und da finden die viel andere Dinge, die ihnen viel wichtiger sind als den anderen. Und spannend. Also das geht, aber es müsste eben, und dann vielleicht noch für die Schule, sie kann natürlich solche Defizite, die da entstanden sind, also weggehängte Bedürfnisse, darüber hatten wir eben gesprochen, das werden die Eltern nicht wieder wachrufen wollen. Die haben ja noch nicht mal gemerkt, was passiert ist. Meistens haben es die ja selbst in sich auch genauso drin. Aber die Schule könnte ein Ort sein, auch Kindergarten könnte ein Ort sein, wo das wieder geweckt wird. Also wo man den Heranwachsenden Gelegenheit gibt, wieder Kontakt mit diesen Anteilen aufzunehmen. Das sind ja diese ganzen Familienprägungen, die sich ja teilweise über Generationen immer weiter so fortpflanzen, ne? Ja, aber nur so lange, bis sie durchschaubar werden. Genau. Dann nennen wir das Bewusstwerdung. Mhm. Mhm. Genau. Und dann, wenn man es erkannt hat, glaube ich, hat keiner Lust, es weiter so zu machen. Mhm. Dann kann man es ändern. Und das ist dann eben nicht ein langer Übungsprozess, sondern das ist eine Entscheidung. Dann entscheidet man. Aber manchmal braucht man echt lange. Aber manchmal ist man ja in Stressmomenten und dann greift ja das Ursprünglichste. Nein, glaube ich, das hat nichts mit Üben zu tun. Das Hirn arbeitet nicht nach dem Prinzip, dass es lange genug geknetet werden muss, damit es sich verändert, sondern das geht um Tiefe. Es muss sozusagen das, was da den Veränderungsprozess auslösen soll, muss richtig rein. Also tief genug. Also es muss richtig Verstehen sein. Ja, früher habe ich das so genannt, es muss unter die Haut gehen. Nicht nur mein Verstand, sondern das muss sie also irgendwie, heute sage ich, das muss sie berühren. Tief in ihr. Also sie müssen in Tränen ausbrechen über das, was sie das halbe Leben lang versäumt haben, weil sie aus irgendwelchen Gründen angefangen haben, sich selbst zu optimieren. Ja, ich kenne das total, kann ich total nachvollziehen. Und dann, wenn man das erkannt hat und das plötzlich wieder alles so, man kommt ja dann wieder in Kontakt mit diesem Bedürfnis. Das nennen die Psychologen dann immer das innere Kind wiederfinden. Mhm. Aber das macht auch jetzt deutlich, das geht nicht darum, das innere Kind wiederzufinden, sondern das wiederzufinden, diese Bedürfnisse wiederzufinden, die man als Kind vergraben hat. Mhm. Ich will doch kein Kind wieder werden. Nee. Ja, verstehe. Dann, ja, genau. Aber ich will diese Lebendigkeit wieder spüren. Genau, und ich will überhaupt wieder fühlen, spüren und wenn sensibel. Man das erlebt, dann ist das, was dann passiert, eine Verwandlung. Mhm. Und da brauchen Sie nicht zu üben. Die vollzieht sich dann. Und das würde ja dann bedeuten, ich werde dann auch wieder gesund. Wenn ich das jetzt ganz bis zum... Dann kriegen Sie dann reguliert sich mein System. Sie diese Kohärenz oben wieder rein. Und dann also dann werde ich ja zu meinem eigenen Arzt quasi. Also Sie erlauben Ihrem Hirn endlich das zu tun, wofür es da ist, ja.
oder ermöglichen es ihnen. Das macht es selbst. Also sie brauchen nichts weiter zu machen, als die Blockaden wegzuräumen, die sie bis dahin in der Birne hatten. Also indem ich anfange, mich selbst zu lieben, meine. Das wäre der Weg. Und dann. Also, weil das andere ist alles ein bisschen schwierig. Ich habe auch schon mal versucht, Menschen dazu zu bringen, dass die netter miteinander umgehen. Das schaffen die nicht. Aber schaffen wir es dann mit uns selber netter zusammen? Ja, das ist der Schlüssel. Das schafft man, weil es so einfach ist. Weil es so nah ist. Ja, man geht in die Stadt und da ist der Bäckerladen, da liegt wieder dieses verlockende Gebäckstück. Und dann steht man davor und sagt, nee, ich nicht. Gestern wäre ich noch reingegangen, aber ich weiß, dass mir das nicht gut tut. Dieses süße Zeug, nichts weiter drin als Luft und irgendwelches Weißmehl. Das hole ich mir. Dann ist man aber dann, mitunter wird man dann anders sein, als andere Menschen einen kennen. Natürlich, ne? Ja. Das ist, glaube ich, auch eine Konsequenz, dass man sich anders verhält, dass man andere, ne, einfach nicht mehr der ist, für den, der so reingepasst hat in gewisse Freundschaftsmuster, wo du auf einmal merkst, hey, eigentlich tun mir diese Menschen gar nicht so gut und vielleicht treffe ich die jetzt nicht jeden Tag, sondern einfach nur einmal, was weiß ich, im Monat oder so. Und diese Person, die tut mir eher gut, das nährt mich, ne? Also so, dass ich einfach da anfange, ne? So. Das macht die Sache für viele schwer. Mhm. Entschuldigung. Weil sie passen ja jetzt nicht mehr in diese Welt.